Die Gunden. So. Da habe ich früher ewig gebraucht, weil man, wenn man hier links nicht an den Rand geht, dann wechselt das Bild. So. Wir nehmen die Abfalltonne. Wir müssen zuerst die Apfeltonne anschauen. Nee, nicht die Durchreiche, sondern die Apfeltonne. Denken Sie daran, jedes Hoppla, da steckt eine neuwertige Angelrute im Müll. So, ist das sowas wie der McDrive? Nee, das ist die Küche. Und das sind die Zutaten hier drüben. Kommen. So. Genau. Wir reden jetzt mal mit dem da. Möchten Sie bestellen? Kann ich meinen Junior-Tüten-Gutschein einlösen, bitte? Sicher. Eine Junior-Tüte. Welchen Shake möchtest du? Welche Geschmacksrichtungen gibt's? Welche Geschmacksrichtungen habt ihr? Wir haben Magengeschmack, bananenähnlicher Geschmack und Sumpfshake-Spezial. Ich versuche das Sumpfshake-Spezial. Ein Sumpfshake-Spezial. Das macht 8 D-Mark. Oh, ja, ich habe kein Geld. War nur ein Witz. Ich habe überhaupt kein Geld. Gut, ich lege es für dich zurück. Wie sagt das auf der Ablage? Zumindest ist der Service gut. Du meinst in der Kontrolle? Ja. 10 Minuten. 10 Minuten? Dann gilt's schon als verdorben, ne? Ja. Okay. So. Ein Goblin! Ich frage mich, wer dieser kleine Bengel ist. Hey, Kleiner! Ich sagte, hey, Kleiner! Komm her, mein Kleiner, ein Gutschein für dich. Mahlzeit. Was für ein seltsames Kerlchen. Nur für kurze Zeit, hier bei McSumpfling erhältst. So, jetzt gehen wir kurz zu den Waschweiber. Denen kann man wirklich minutenlang zuhören. Die reden so einen Scheißzaun. Echt? Ja. Aber das tun wir uns jetzt nicht an. Ich sehe nur Brüste. Super. Habt ihr gehört, was mit unserer Patricia passiert ist? Oh ja, es so. Muss schlimm für dich gewesen. Wir haben einen Farbstoff und einen Brunnen, in dem Wäsche gewaschen wird. Oh ja, es war schlimm für uns, ganz schlimm. Und du weißt ja, wie Farbstoff mit Brunnen. Oh, ich weiß. Und der Susanne war genauso. Habt ihr gehört, was mit ihrer Patricia passiert ist? Aber das hilft uns jetzt noch nichts. Ja, es muss schlimm für sie gewesen sein. Boing, boing, boing. Boing. Findest du richtig scharf, oder? Oh ey, das ganze Spiel macht mich so horny. Ich glaube, die Brechstange kriegen wir von dem. Ich glaube, jetzt müssen wir das doch mal schnell machen mit dem, Geld. Seid gegrüßt, ehrwürdiger Händler edelsten Stahls. Seid gegrüßt, Reisender aus einer anderen Dimension. Aber wie zum Geier? Woher weißt du? Oh, das ist einfach. Nur Mädchen tragen in dieser Dimension einen Pferdeschwanz. Das hat gesessen. Ich sollte meine Haare schneiden. Ja, hallo, ich bin du wieder. Auch. Hallo. So. Wie läuft denn das Eisengeschäft so? Wie läuft das Eisengeschäft? Es ist so glühend heiß und hart wie immer. Das Geld macht mir momentan etwas Sorgen. Wie das? Nun, seit der König sein Währungssystem modernisiert hat, bin ich total aufgeschmissen. Ich verstehe dieses ganze D-Mark und Schilling-Zeugs einfach nicht. Und nun muss ich meine Steuererklärung abgeben und weiß nicht wie. Was genau ist dein Problem? Laut Steuergesetz 331b Paragraph 3 Absatz C2 müssen alle Einnahmen in D-Mark abgerechnet werden. Nun weiß ich aber nicht, ob ich die anderen Münzen richtig in D-Mark umrechnen kann. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, sicherlich. Klar. Ich kann es ja mal versuchen. Na gut, ich habe 3 Probleme. Schieß los. Gut. Wie viel D-Mark ist ein Goldtaler wert? Das müssten wir jetzt eben eigentlich von dem, was die Wachen uns vorhin erzählt haben, ausrechnen. Aber ich glaube, ich weiß noch so ungefähr. 21, ganz klar. Bist du sicher, dass du weißt, wovon du sprichst? Okay, doch nicht. Ich widme mich besser noch einmal meinen Lektionen über die Währung, oder? Was bekommt ihr Kinder in der Schule eigentlich noch beigebracht? Immerhin weiß ich, dass dem Eisenhandel nicht die Zukunft gehört. So, dann machen wir jetzt mal kurz ein Stück rum. Ich kann. Na gut. Schieß los. Gut. 15, würde ich sagen.
Dachte ich's mir doch. Was genau. Noch? Wie viel D-Mark ergeben 16 Nickel? Rup. Genau eine D-Mark. Das habe ich auch ausbekommen. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage. Ich kann's kaum erwarten. Wie viel Goldtaler ergeben ein Royal Flash? 45. Das ist einfach. Ach, scheiße. 25. Bist du sicher, dass... Ja. Okay, dann klicken wir uns nochmal durch. Hallo, ich... Kannst du mir... Ich kann... So. 5. Genau. Eine. Ah, nee. Wahrscheinlich 3 Stück dann. 3, schätze ich. Auch hier stimme ich dir zu. Super. Scheint, als hätte ich deine Hilfe gar nicht gebraucht. Wie steht's mit einer Belohnung? Nun, nimm dieses Brecheisen für Linkshänder. Juhu! Vielen Dank. So viel zum Thema Edutainment. So, und jetzt kommt ein kleines Rätsel, das ist etwas schwer so herauszufinden. Wir müssen nämlich den Luftballon mit dem Geländer benutzen. Oh Gott. Und das lassen wir jetzt erstmal so. Wunderschön. So, gut, hier ist die Stadt so liebevoll. Können wir zum Hafen gehen und reden mit Goldlöckchen. Mit hallo, mir. Hallo, was treibst du denn da? Sieht so aus, als hättet ihr mich schließlich doch geschnappt. Hä? Du bist ein Bulle, oder? Hä? Was? Eine gute Verkleidung. Ich habe den pubertierenden Zauberer noch nie vorher gesehen. Ja, wer? Wie? Wo? Was? Verhaftest du mich jetzt oder nicht? Wovon in aller Welt redest du? Du bist ein Polizist, oder etwa nicht? Nein, ich bin wirklich ein pubertierender Zauberer. Oh. Nun, dann verschwinde. Na, warte eine Sekunde. Ah. Wer bist du? Wer will das wissen? Ich? Oh, ach so. Also gut. Aber wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Weil ich so vertrauenswürdig aussehe. Ja. Weil ich so vertrauensselig aussehe. Okay, ich glaube dir. Was kann ich für dich tun? Aha. Wer bist du denn? Wer bist du? Mein echter Name ist Maria. Aber man nennt mich nur das Goldlöckchen. Das Goldlöckchen? Richtig. Warum versteckst du dich hinter den Kisten? Ich bin auf der Flucht. Sie sind hinter mir her, seit der Sache mit den drei Bären. Ich versuche, mit einem dieser Schiffe zu verschwinden. Was war mit dieser Sache bei den drei Bären? Ich bin in ihr Haus eingebrochen. Doch da war eigentlich gar nichts Lohnenswertes zu holen. Also gönnte ich mir wenigstens etwas von ihrem Brei, der in der Küche stand. Danach wurde ich schläfrig und legte mich kurz in ihr Bett. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, war ein fürchterliches Geschrei. Glücklicherweise konnte ich entkommen. Ich wusste nicht, dass der alte Bär Chefinspektor bei der hiesigen Polizei ist. Jetzt versuche ich, mich mit einem der Schiffe abzusetzen. So. Hahaha. Wenn du es so eilig hast zu verschwinden, warum bist du dann noch hier? Ich wollte mich in einer dieser Kisten verstecken, aber ich kann sie nicht öffnen. Nun sitze ich hier wohl fest. Aber du hast doch ein wunderschönes Brecheisen für Linkshänder. Richtig. Vielleicht kann ich dir mit der Kiste helfen. Danke. Ich wäre dir sehr dankbar. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Das nervt bei den alten Adventures immer, dass die Animationen so langsam sind und deswegen so lange dauern. Die läuft doch so erotisch. So, also benutzen wir doch das mal. Mit Goldlöckchen? Hier drin ist kein Platz dafür. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. Wusa, neue Items. Was war denn das andere nochmal? Brauche ich das überhaupt? Ach doch, das Schlauchbrot. Ja, das brauche ich. So, die drei Bären hatten also ein Problem mit der. Und... Querdenker wissen jetzt auch gleich, was ich machen werde.
Tattoos! Genau, das sind, kann ich mal so nebenbei anschauen. Tattoo-Laden. Da steht, bin zurück nach der Mittagspause. So. Was ist denn das für ein Schild? Da steht VDV, Verein der Verrückten. Und ein Pfeil zeigt nach oben. Gut. Holen wir mal die Leiter runter. Donk. Und öffnen die Tür. Da würde ich mich wohlfühlen. Ich glaub's dir, ja. So, red mal mit dem da drüben. Hallo. Hallo. Ich glaube nicht, dass er mich hören kann. Er hat ein Taubheitsgelübde abgelegt. Ein Taubheitsgelübde? Und wie kann ich mich ihm verständlich machen? Schreib deine Fragen hier rauf. Die jo. Jungs hier sind echt schwer verrückt. Nutz doch mal den Block mit dem. ja. Ist schon okay, ich kann dich sehen. Warum trägst du denn eine Bratpfanne? Es bedeutet, dass ich das Oberhaupt hier bin. Nimm eine Broschüre. Scheinbar glauben die Jungs, dass eine Stunde Durchdrehen pro Woche den Stress abbaut. Das soll das Risiko des Alterswahnsinns reduzieren. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ja, ja. Wie ich glaube aber, das durchgehend. Oh ja. Glücklicherweise haben wir eine freie Stelle als Breiträger. Ja, unser letzter Breiträger ist bedauerlicherweise auf Müsli umgestiegen. Das ist schon alles. Besorge dir nur etwas Brei. Du erhältst dein Mitgliedshonorar, sobald du zurückkommst. Der Typ da oben nervt. Mit seinem Gequatsche. Da bin ich mir sicher. Hältst dich für Baxter Stockman. Turtles, jawohl. Ja. Gut, wir brauchen also etwas Brei. Haferbrei. So. Dann starten wir doch mal. Wo gibt's denn Brei? Bei den drei Bären wohl. Wusa! Leave this place. Stay away. Go. Versuchen wir da mal rein zu kommen. Klar, ich zerreiße die Schlösser mit meinen bloßen Händen. Na. Briefkasten. Da ist ein Brief drinnen. Schön, dass du fremde Post mitnimmst. Ja, was steht denn da drauf? Da steht die Adresse der drei Bären drauf. Ach. So, was denkst du, müssen wir jetzt machen? Den Brief zerreißen. Nein, wir müssen zurück zum Kreditbüro. Oh, bloß nicht lachen. Bloß nicht das Lachen anfangen. Ah, der guckt schon. Ja, oh. Gerade so. Ah, Herr Sorcerer. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte jetzt noch mal meinen Kredit haben. Ich bin an einem verwandten Überraschungskredit interessiert. Einen Moment bitte. Ich muss nur das Antragsformular suchen. So, und jetzt legen wir den Brief nämlich in die Ablage. Oh, und gehen einfach. Irgendwie scheine ich es momentan verlegt zu haben. Wird es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal wiederzukommen? Null Problemo. Gut. Und wieder zurück. Und raus da. Währenddessen auf dem Dach. Auf dem Dach? Achso. Hier ist noch einer. Wie ist die Adresse? An die drei Bären. Honigwein Boulevard 69. Die 69. Weißt du, wo das ist? Oh ja, Feuer! Guter Schuss, danke. Danke. So, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Ich hasse den so Scheißgelache. Oh, guck schon. Ah, er hat dich schon wieder anschaut, ja. So, die drei Bären. Ups, die Tür ist ja plötzlich offen.
Komisch, wie konnte das passieren? Mal warum, wie konnte das passieren? Unfälle passieren halt. Scheint, als hätte ich Ihnen einen Gefallen getan. Sie haben den Wasserhahn angelassen. Oh, lieber mal ausdrehen den Wasserhahn. Hey, das ist das Mädchen, welches ich unten an den Docks getroffen habe. Na gut. Ups. Ja, die schöne Playstation. Ich hoffe, es funktioniert noch. Playstation? Zu der Zeit? Natürlich. Warte mal. So, nehmen wir gleich mal die Gummihandschuhe mit. Und drehen wir mal, so freundlich wie wir sind, den Wasserhahn zu, oder? Klar. Oh, ich glaube, ich höre jemanden. Papi, Papi, da hat schon wieder jemand bei uns eingebrochen. Diesmal erwische ich diesen Hooligan. Warte, Papi, es könnte gefährlich sein. Tritt zur Seite, Mami. Ich bin für so etwas ausgebildet. Oh, verflixt, ich sitze in der Falle. Ich verstecke mich besser. Wo geht's rein? Kamin. Puh. Ich krieg dich, Bürschchen. Wah. Es ist keiner mehr da, Mami. Hast du auch überall nachgesehen, Papi? Keiner da, Mami. Komm herein. Komm, Sohnemann. Aber wer hat nur meine Tür zerschlagen? Und wer hat meine Schwammsammlung vertrocknen lassen? Und wer hat auf mein Videospiel getreten? Ich wette, ich weiß, wer der Gauner war. Wer, Papi? Sie. Nicht schon wieder, Papi. Ich fürchte doch, Mami. Oh, Papi, was werden wir jetzt tun? Ich weiß nicht, Mami. Warum kochst du uns keinen Brei, während ich darüber nachdenke? Okay, Papi. Aber Gott. Zuerst zünde ich mal ein Feuer an. Feuer? Oh! Was war das, Papi? Klang, als wären es wieder die Ratten, Mami. Zoom. Gut, dass der Farbstoff keine Wirkung auf dich hat, scheinbar. Richtig. Und Zauber ist in dem Fall auch ziemlich. Ich habe sowieso mal wieder ein Bad gebraucht. Das ist sehr fein. Genau dasselbe ist unser Doris passiert. Ah, oh, die Doris. Ja. Da muss ich dir unbedingt später was erzählen. So, wir gucken jetzt aber trotzdem mal zu den drei Bären nochmal. Denn wir wollen ja was von denen. Harr. Papi, Papi, da ist ein Einbrecher im Haus. Jetzt haben wir ihn, Mami. Was in drei Bärens Namen hast du in meinem Haus zu suchen? Nun, ich habe bemerkt, dass sie ein großes Loch in ihrer Hauswand haben. Ich dachte, ich komme nur schnell rein und sag's ihnen. Du schnüffelst also um mein Haus herum, ja? Ich habe nicht geschnüffelt, nur ein bisschen geschnuppert. Ich bin Vertreter für Haustüren. Brauchen Sie einen? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Diese feinen. Verschone mich mit deinen Ausreden. Aber ich... Du steckst mit ihr unter einer Decke, stimmt? Du wolltest unsere Alarmanlagen überprüfen. Nun, ich... Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich komme nur, weil ich das frei bin. Wie lautet die Anklage? Nenne mir einen Grund, warum ich dich nicht gleich verhaften sollte. Papi, gib dem Jungen doch eine Chance. Sei still, Mami. Lass mich nur machen. Lass ihn ausreden. Mein Bär. Was genau ist Ihr Problem, mein Bär? Was Herr? Genau ist Ihr Problem, mein Bär? Herr. Ich möchte nur eins von dir wissen. Und was? Steckst du unter einer Decke mit Goldlöckchen? Mit wem? Mit ihr. Ich glaube, ich habe hier ihre Perücke. Ich glaube, ich habe hier ihre Perücke. Lass mich sehen. Das ist sie. Das ist der Durchbruch bei meinen Ermittlungen. Nun können wir endlich das Haus verlassen, ohne dass jemand unseren Brei auffrisst. Oder in unseren Betten schläft. Oder mein Halsband hinten schlägt. Wie kann ich dir nur danken, mein Sohn? Ich will etwas Brei, bitte. Könnte ich wohl eine Schüssel Brei haben, bitte? Klarer Fall. Gib ihm eine Schüssel deines guten Breis. Okay, Papi. Komm mit mir. Ach so, klarer Fall. Ich hab gedacht, die heißt so. Klarer Fall. Oh mein Fall. Gott. Ah, oh, Gott. Tommy. Scheiße.
Frau bezeichnet mich als Noob. Das war auch sehr noobig. Das war eher ziemlich nerdig. Hier hast du ihn. Ich finde es interessant, wie der kleine Bär noch an diesem kaputten Nintendo spielt. Spielen kann. Musst du für etwas langsam, das ist immer so noch eine Stunde. Ich komme mir vor wie ein IM. Ein was? Ich habe keine Ahnung. Ein IM? Ein Instant Messenger? Oder ein IN? Gut, wir wollen aber, weil wir natürlich Breiträger sind, jetzt auch dort breitreten. Also die flachen Witze sind heute mal wieder echt epic. Absolut, ja. Aber dafür sind die Witze in Source in Simon ganz witzig. Das ist ein tolles Spiel. Finde ich ja. Jetzt. Ja, ich auch. Ich weiß es nicht, einige Zuschauer mögen es vielleicht ein bisschen fad finden, aber es ist ja schnell vorbei, Leute. ich ziehe an den Brei. Kann ich nun mitnehmen? Ich habe deine Mitgliedsunterlagen bereits hier. Warte, ich wische mir nur den Brei ab. Man sieht sich beim nächsten Treffen, nächste Woche zur selben Zeit. So, und jetzt haben wir auch Geld, endlich. Jeha! Breiträger, so ein Blödsinn. Es ist ja auch der Club, der Verein der Verrückten. Das denke ich mir oft, wenn ich arbeite, dass der oft bei uns zu Besuch ist. Der Verein der Verrückten. So, wir sind jetzt ungefähr ein Viertel durch, hätte ich mal geschätzt. Ich speichere jetzt trotzdem mal, wie gesagt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja. Das geht doch schon etwas lang jetzt. So. Speichern. Anfangen vom Ende. So, gut. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Wenn nicht, dann hoffentlich der Humor. Ja, hat getaugt. Und wem es nicht gefallen hat, es dauert ja nicht lang. Und ich werde nebenher, ich habe mich dazu entschlossen, auch den zweiten Teil von Crusader weitermachen. Also habt ihr auf jeden Fall, für die, die das jetzt nicht mögen, trotzdem, denke ich mal, was zu gucken, was ihr gucken könnt. Ja, naja, aber wie gesagt, Simon the Sorcerer ist halt ein klassisches Spiel und das musste einfach mal gezeigt werden. Ja, ich wollte es mir gezeigt haben. Und danach gibt es Harvester und. Oh mein Gott, das ist totaler Kontrast zu dem jetzt. Ja, aber das ist ja perfekt eigentlich, dass wir das so machen, oder nicht? Finde ich auch. Erst so dieses liebe Verrückte und dann dieses Kranke. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade.